Die Marke Volkswagen hat in Wolfsburg das neue Windkanal-Effizienzzentrum eröffnet. Das WEZ hat rund 100 Millionen Euro gekostet und ist eines der modernsten der Welt. Auf 8.800 Quadratmetern können Luftwiderstände von Fahrzeugen nach den modernsten Standards getestet werden. Außerdem sind Fahrsimulationen unter verschiedensten Klima- und Umweltbedingungen möglich. Wir können Windgeschwindigkeiten zunächst mal bis 250 km/h erzeugen. Wir können ein Temperaturfenster gestalten von minus 30 Grad Celsius bis plus 60 Grad Celsius. Das Gleiche können wir kombinieren mit verschiedenen Luftfeuchten, also bis zu 95%. Also damit können wir Regenwaldklima machen. Und wir können sogar Schnee simulieren. Also wir können die ganze Welt hier reinholen. Das Windkanal-Effizienzzentrum bietet optimale Bedingungen, um die Verbrauchswerte von Fahrzeugen weiter zu senken. Bessere Aerodynamik bedeutet weniger CO2-Ausstoß. Gleichzeitig steigert das die Effizienz. So sind zum Beispiel bei Elektrofahrzeugen größere Reichweiten möglich. Allein die drehenden Räder oder die Räder eines Fahrzeugs haben einen Einfluss auf den CW-Wert von ungefähr 25-30%. All dieses werden wir in Zukunft in unserem neuen Kanal aerodynamisch bewerten und entwickeln können. Das WEZ in Wolfsburg gehört zu den weltweit leisesten Automobil-Windkanälen und ermöglicht eine präzise Akustikverbesserung bei den Fahrzeugen. Die Eröffnung des WEZ ist Teil der bisher größten Modell- und Technologieoffensive der Marke Volkswagen. Für Volkswagen, aber speziell auch für die Mitarbeiter bedeutet das Beschäftigungssicherung und Zukunftssicherung. Es ist ein Projekt, das im Grunde genommen für Volkswagen bedeutet, dass wir weiterhin die nächsten Jahre neueste Technologie in diesem Windkanal erproben können und sichert für Volkswagen die Produkte und für uns die Beschäftigung. Und Beschäftigung kommt auf das Team vom Windkanal jede Menge zu. Nach der Eröffnung geht es jetzt an die Arbeit.